Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. In dieser Welt gibt es eben auch die Orbans, die Putins, die Trumps und eben auch die Erdogans. Deshalb ist es nicht falsch, dass die Bundesregierung mit Erdogan redet. Im Gegenteil, die Liste der Gesprächsthemen könnte kaum länger sein. Aber ob es denn gleich ein Staatsbesuch mit all dem Tamtam sein musste, da kann man, glaube ich, berechtigt ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, gerade angesichts der langen Liste von Themen wäre ein Arbeitsbesuch besser geeignet gewesen. Aber ich will jetzt den Blick nach vorne richten. Wir sollten es mit Can Dündar halten, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, der mittlerweile, wie so viele in der Bundesrepublik Deutschland, im Exil leben musste. Er hat an uns alle gerichtet gesagt, Deutschland ehrt die Türkei, nicht Erdogan. Ich hoffe, das ist ein Satz, den wir alle unterschreiben können. Wir sollten uns aber auch keine Illusionen darüber machen, wer da kommt. Es kommt ein Machthaber eines Landes, in dem es praktisch keine Pressefreiheit mehr gibt, in dem immer mehr Menschen mittlerweile Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern, weil sie Angst haben, dass sie ihre Arbeit verlieren oder gar ihre Freiheit. Erdogan kommt nicht nach Deutschland, weil er jetzt plötzlich die Liebe und die Sympathien für unser Land wiederentdeckt hat, sondern er hat abgewirtschaftet, er braucht Geld, er braucht Investitionen unserer Wirtschaft und Leidtragende von Inflation und von der Wirtschaftskrise, das sind die einfachen Menschen in der Türkei. Und darum ist es wichtig, dass wir bei aller Kritik an Erdogan auch deutlich machen, dem Teil der Türkei, der Leidtragende der Politik Erdogans ist, dem gilt die Solidarität der Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland. Die lassen wir nicht allein, wenn sie dort für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte und sich für Europa einsetzen. Und übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, deshalb halte ich auch nichts davon, dass man die Beitrittsverhandlungen jetzt ein für alle Mal beendet. Sie liegen sowieso, lieber Kollege Alexander von Lambsdorff, sie liegen sowieso auf Eis. Und jeder von uns hier weiß, solange Erdogan Präsident ist und solange diese Politik fortgesetzt ist, gibt es keine Mitgliedschaft für die Türkei in der Europäischen Union. Aber der andere Teil der Türkei, der braucht dieses Signal, dass eine demokratische Türkei selbstverständlich eine europäische Perspektive hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese andere Türkei, die genauso wie alle Menschen in der Welt hungert nach Freiheit, denen müssen wir, die wir jetzt Erdogan sehen und sprechen können, da komme ich gleich dazu, Stimme und Ausdruck verleihen in den Gesprächen. Und zwar nicht in unserem Namen nur, sondern im Namen all derjenigen, die er verstummen lassen möchte. Im Namen von Osman Kavala, im Namen von Selahattin Demirtas, im Namen vom bereits zitierten Ahmet Altan, um nur einige wenige zu nennen. Er muss diese Namen so oft hören, dass er, wenn er zurückreist nach Ankara, weiß, ohne dass die das Licht der Freiheit erblicken, kann es keine Normalisierung im Verhältnis zur Türkei geben. Und ich habe noch einen Wunsch. Und ich sage dies auch im Namen von vielen Leuten, die sich nicht nur an mich wenden, sondern wahrscheinlich an viele von Sie hier im Hohen Haus. Die zunehmend beschleichende Gift der Angst in Deutschland erreicht, durch Denunziantentum, durch Spitzeleien, durch Spionage gegenüber Andersdenkenden. Und ich will das mal sehr deutlich machen. Ich bitte Sie, dass Sie Herrn Erdogan klar machen. Wer als Gastgeschenk auf dem Weg nach Deutschland eine App freischalten lässt, in der man Andersdenkende denunziert und in der Türkei ans Messer liefert, der kommt nicht mit guten Absichten. Auch das sollte man ihm in aller Deutlichkeit klar machen. In diesem Land mit unserer Geschichte hat Denunziantentum nichts verloren. Alle, die diese App runterladen und diese App nutzen, die stellen sich gegen den deutschen Rechtsstaat und da darf es keine Nachsicht geben, meine Damen, meine Herren. Erdogan will die Menschen in Deutschland spalten. Aber machen wir uns nichts vor, damit ist er nicht ganz alleine. Die Fraktion, die hier rechts im Hause sitzt, die kritisiert Erdogan zwar, aber wenn Sie ehrlich wären, würden Sie doch zugeben, dass Sie vieles von dem, wofür Erdogan steht, seine Haltung zur Pressefreiheit, seine Ablehnung der liberalen Demokratie im Kern teilen. Und darum will ich auch sagen, im Namen des demokratischen Teils dieses Hauses, uns stehen die Menschen aus der Türkei nahe, Ihnen offensichtlich die Politik Erdogans.
Wer dieses Land liebt, wer sich hier einbringt, wer die Ärmel hochkrempelt, wer die Werte unseres Landes teilt, ist selbstverständlicher Teil unseres Landes. Wir lassen dieses Land nicht spalten, weder von Erdogan noch von anderen. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Kollegen hier im Haus, namentlich die Kollegen von der FDP-Fraktion, von der Linkspartei, aber auch meine eigene Fraktionsspitze, sich aus guten Gründen dafür entschieden haben, nicht zum morgigen Staatsbankett zu gehen. Für mich ist die Situation eine andere. Ich möchte gerade durch meine Teilnahme deutlich machen, hier in der Bundesrepublik Deutschland gehört auch die Opposition dazu. Und Erdogan muss es aushalten, dass einer seiner Kritiker dort anwesend ist. In der Türkei kann er sie mundtot machen, hier in Deutschland nicht. Und darum gehe ich dahin. Und ich würde mir zum Schluss wünschen, bei allem Streit in der Sache, der sein muss, zeigen wir Herrn Erdogan gemeinsam, dass unsere Demokratie in Deutschland stark ist. Zeigen wir ihm unseren republikanischen Stolz auf unser Demonstrationsrecht, auf die Meinungsfreiheit und auf den Zusammenhalt in der liberalen Demokratie. Herzlichen Dank.